Hallo, ich bin der Bratscher Nils Mönkemeyer und ich bin gerade bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern im schönen Hasenwinkel und werde jetzt ein bisschen über die Bratsche sprechen. Also ich komme vom Land in der Nähe von Bremen und ich war ziemlich musikalisch, also ich konnte gut singen und ich habe Blockflöte gespielt und war damit relativ schnell, aber dann habe ich im Radio Geige gehört und habe erstmal damit angefangen. Und die Geige sieht eigentlich aus wie die Bratsche, ist nur ein bisschen kleiner und klingt viel höher und am Ohr, finde ich, etwas schrill. Und dann war ich ein bisschen später mal in einem Orchesterkonzert und dachte immer, oh, das ist aber eine schöne Stelle und jetzt finde ich das gerade besonders schön. Und dann habe ich gemerkt, das war immer, wenn die Bratsche kam. Und dann war ich noch im Jugendorchester, das ist das Bundesjugendorchester, da sind alle, die noch zur Schule gehen, zwischen 12 und 18 Jahren, die aber später Musiker werden wollen, die treffen sich da dreimal im Jahr und ich bin dann an diese Bratsche gegangen und habe angefangen loszuspielen und seitdem bin ich ein Bratscher. Ab Krabbelalter kann man ein Streichinstrument bedienen. Wie das dann klingt, ist nochmal eine andere Frage. Aber also ich habe ungefähr, ich glaube, ich war 7 oder 8. Das war schon relativ spät. Da habe ich angefangen. Dann konnte ich aber auch schon Noten lesen. Und ich habe dann die Geige in den Sommerferien bekommen. Und in den Herbstferien sollte ich anfangen. Und ich war aber total ungeduldig anzufangen und habe dann schon die ganze Zeit geübt und gespielt. Und danach hat meine Geigenlehrerin ein bisschen die Krise bekommen, weil ich alles falsch gemacht habe. Also ich habe irgendwie das Instrument hier gehalten und so gestrichen, aber ich fand es ganz toll. Und mit Bratsche ist es tatsächlich so, dass man eher ein bisschen später damit anfangen sollte, weil die größer ist. Und wenn ich jetzt also das Instrument ausgestreckt hier halte und mein Arm ist noch zu kurz, dann komme ich da hier hinten nicht richtig ran. Also ich empfehle eher, früh mit Geige anzufangen und dann später auf die Bratsche zu wechseln. Also die Streichinstrumente kommen eigentlich aus Italien und damals hießen die alle Viola und dann gab es verschiedene. Es gab die da Gamba, also Gamba, das Bein, die man zwischen den Knien gehalten hat und so gestrichen hat wie ein Cello. Und dann gab es die da Braccio, Braccio ist Arm auf Italienisch, die man eben hier hielt und das ist dann die Bratsche, also Braccio, Braccio, da konnte irgendjemand kein Italienisch und hat so getan als ob und daraus hat sich dieses deutsche Wort entwickelt. Und dann gab es die kleine Bratsche und das war die Violine, also Violino im Italienischen, also die kleine Bratsche sozusagen. So fing das alles an und aus irgendeinem Grund ist es dann so passiert, dass die guten Leute alle das kleine Instrument gespielt haben und die schlechteren das größere und dann war die Bratsche irgendwie erstmal nur ein Orchesterinstrument. Und das hat relativ lange gedauert, bis sich die Bratsche dann etabliert hat, wirklich auch als solistisches Instrument. Und Kammermusik zum Beispiel gibt es sehr viel. Das heißt also zum Beispiel im Streichquartett, wo 2 Geigen, eine Bratsche, ein Cello sind, da ist zum Beispiel die Bratsche dann wiederum sehr wichtig. Und im Orchester sowieso gibt die Bratsche eine ganz besondere Farbe. Also die Bratsche teilt 3 Saiten mit der Geige, das sind diese. Bei der Geige kommt noch eine drüber, das ist die E-Saite, die sozusagen für alles hohe Register zuständig ist und bei der Bratsche kommt noch die C-Saite dazu. Und die C-Saite ist sozusagen das, was die Bratsche zur Bratsche macht, also dieses tiefere Register. Das ist ungefähr eine Mischung aus einer tiefen Frauenstimme und einer hohen Männerstimme. So in dem Bereich liegt das und deckt sozusagen alles ab, wie wir Menschen sprechen. Also die Bratsche ist dadurch sehr verwandt mit der menschlichen Stimme und auch mit vielleicht dadurch sehr geeignet, um alles Menschliche auszudrücken und um unsere Gefühle sehr schön wiederzugeben. Also ist jetzt nicht das Instrument, die Geige schwebt so ganz göttergleich oben drüber und die Bratsche ist sozusagen immer mehr so sehr nah zu unserem Herzen, finde ich. Und so empfinde ich das auch, wenn ich spiele. Und
Bei mir war das schon immer so, dass dieser dunklere Klang von der Bratsche mich sehr angezogen hat. Und als ich zum Beispiel Geige gespielt habe, dann habe ich immer nur die tiefen Saiten geübt und die hohen Saiten, wenn man sehr oben sehr hohe Töne spielt, das muss man sehr viel üben und das habe ich immer sehr wenig geübt und darum klang es dann noch schlimmer und deswegen war der Weg zur Bratsche für mich sozusagen ganz logisch. Also den Klang erzeuge ich mit dem Bogen. Das ist eine Holzstange, die auf eine ganz besondere Art und Weise in einem sehr langwierigen Prozess so gebogen wird. Und dann wird da drauf Pferdehaar gespannt. Das sind diese weißen Haare hier. Und dann habe ich hier so eine ganz komplizierte Schraubvorrichtung, die dieses untere Teil, die mit diesem netten Perlmutt-Einsatz hier, die zieht das nach unten und dann spanne ich diese Haare fest. Also wenn ich so mache, dann entspanne ich den Bogen, dann kommt da erstmal gar kein Ton, dann kommt nur so Geräusche und dann muss ich eben diese Spannung erzeugen, dass die Haare sozusagen langgezogen werden. Und dann kann ich mit dem Bogen, wenn ich den auf die Seite lege und seitlich ziehe, fängt die Saite an zu vibrieren. Und diese Pferdehaare, gibt es ein spezielles Präparat, was ich da drauf mache. Wenn ich das nicht tue, dann kommt da nur heiße Luft, dann kommt überhaupt kein Ton. Und ich habe hier immer was dabei, also das ist sozusagen fast so wichtig wie das Instrument selbst, das heißt Kolophonium. Und das ist ein eingeschmolzener Baumharz mit irgendwelchen Metallen noch drin. Da gibt es eine ganze Wissenschaft wieder für sich. Das wird gekocht und dann getrocknet und in Form gepresst. Und jetzt habe ich hier so einen Holzkasten und dann kann man das sehen, hier ist das drin. Das ist jetzt ein Pariser Kolophonium, irgendein geheimes Rezept. Es ist genauso schwierig wie anscheinend irgendwie eine Torte zu backen. Da gibt es verschiedene Rezepte dafür. Genau, und dann lege ich also den Bogen da drauf und mit sanftem Druck ziehe ich den Bogen seitlich hin und her. Genau, und den Bogen über dieses Kolophonium ziehe, raut dieses Harz die Haare etwas auf. Also da stellen sich wie so kleine Widerhaken auf, die man gar nicht sehen kann, die sind so mikroklein. Und wenn ich das also gemacht habe, dann entsteht ein Widerstand und diese Mini-Mikrohaare sozusagen machen die so zicke, 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 zicke an der Seite und reißen die so ein bisschen an. Und dadurch entsteht erstmal überhaupt dieser Klang. Also ich habe keine Ahnung, wie man darauf gekommen ist, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein anderes Material auf die Seiten streiche, wie das Holz, da kommt erstmal nicht so viel. Also irgendjemand besonders Kluges hat ja irgendwie Haare und hat die über diese Seite gezogen. Das finde ich immer noch ein Wunder. Genau, und so entsteht erstmal dieser Klang. Und darum hat man früher auch nicht streichen gesagt, sondern schieben und ziehen. Auf Französisch hieß das tirer und pousser. Und ziehen und schieben, also nach unten ziehen und nach oben schieben. Und das ist sozusagen die Grundbewegung, die ein bisschen ist wie Ein- und Ausatmen bei den Sängern oder bei den Bläsern. Ich kann auch noch zupfen. Das ginge auch. Also das ist ein bisschen so, wie man im Chor auch singt. Jede Stimme im Orchester hat eine besondere Funktion. Und also der Bass ist sozusagen das Fundament. Und die obere Stimme hat oft die Melodie oder etwas, was über dem Ganzen schwebt. Und dann gibt es zwei mittlere Stimmen meistens, die die Harmonie machen. Und das ist jetzt so ein bisschen Musikwissenschaft, aber diese Harmonie, die ist eigentlich das, was bei uns Menschen beim Zuhören Gefühle erzeugt. Und es gibt Dur und Moll zum Beispiel, das hat was damit zu tun, welche Töne im Akkord wie gefärbt werden und dadurch empfinden wir Musik zum Beispiel als traurig oder als fröhlich. Und weil die Bratsche eben in dieser mittleren Lage spielt, haben wir oft diese Harmonietöne, die sozusagen uns das Gefühl für diese Stelle gibt. Ich versuche mal, das ein bisschen zu demonstrieren. Ich spiele mal, was die Geige spielt. Ja, darunter würde das Cello das spielen.
Und dann, ich versuche mal, ich kann das jetzt nicht ganz toll, aber ich versuche mal, Geige und Bratsche gleichzeitig zu spielen. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel Dur. Und wenn ich Moll spiele, wäre das so. Also das ist ein anderes Gefühl, nur danach, was die mittlere Stimme macht. Und das ist sozusagen die Hauptaufgabe der Bratsche im Orchester. Und als Soloinstrument haben wir dann so eine Art Mittelrolle. Das heißt dann, entweder spiele ich dann sehr hoch, dann bin ich oben drüber, oder die Instrumente, die mich begleiten, spielen sehr tief, oder die Melodie kommt plötzlich aus der Mitte raus. Also das ist eine besondere Funktion und die ist auch manchmal gar nicht so einfach, weil die mittleren Stimmen sozusagen hört man weniger bewusst und darum muss ich dann oft sehr, sehr kräftig spielen, wenn ich mit Orchester spiele. Und in der Kammermusik geht es eher darum, dass ich hell und dunkel oder hoch und tief, dass ich das verbinde. Alte und neue Instrumente klingen im Prinzip gleich, es gibt aber bessere und schlechte Geigenbauer. Ich möchte gerne ein Menuett von Johann Sebastian Bach spielen. Und Johann Sebastian Bach war einer der wichtigsten Komponisten, nicht nur überhaupt, sondern vor allen Dingen in der Barockzeit, als er gelebt hat, war er jemand, der ganz neue bahnbrechende Ideen hatte, wie man Musik schreiben kann. Und er hat etwas benutzt, was damals extrem anrüchig war. Und zwar in Frankreich entstand ein Tanz und dieser Tanz hieß Menuett. Und man muss sich das so vorstellen, Musik und Tanz gehörten untrennbar zusammen und der Tanz war die Gelegenheit, dass man sich ein bisschen näher kommen konnte. Damals war das ja die Etikette sehr streng und man musste Abstand halten, so wie jetzt im Moment, und man saß auf dem Sofa und die Frauen hatten riesige Röcke und man hatte sehr viele Formalitäten, die man nicht umgehen konnte. Und beim Tanzen konnte man das alles so ein bisschen dahin mogeln, dass man plötzlich miteinander flirten oder sprechen konnte. Und das Menuett war also erstmal überhaupt nicht gerne gesehen und sogar verboten, weil es einen Schritt gab, bei dem man sich näher kam, und immer wenn dieser Schritt kam, haben sich die Leute Briefe zugesteckt und für später verabredet. Und dieser Grundschritt ist eigentlich total simpel. Also man stand hier ein paar, da ein paar, und dann nimmt man das Bein und geht nach unten und macht so, und die andere Person macht es gleichzeitig immer jeweils in die Richtung. Das heißt, es gab immer eine Aufeinanderzubewegung. Und in diesem Moment habe ich also schnell meinen Ich-liebe-dich-Brief oder was auch immer, willst du mit mir gehen, Brief zugesteckt. Das heißt also immer 1, 2, 3 und immer wieder nach unten 1, 2, 3. Also das Menuett hat sozusagen einen Dreier-Rhythmus. Und musikalisch klingt das so. Ja, und dazu kommt der Schritt, also nach unten. Und so ging das also seinen Gang, und dann gab es noch Drehfiguren, aber die kann ich jetzt nicht. Und jetzt spiele ich das Stück einmal komplett.